Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Train Simulator 2014. Ich habe mir dieses Mal etwas anderes überlegt, und zwar spielen wir dieses Mal den Lokführer mal so ein bisschen nach. So, schauen wir mal, ob wir hier drüber gehen können. Ja, können wir. Schauen wir, dass wir das Ganze etwas detailgetreuer nachmachen können. Gehen wir mal in unseren Zug, hier in den Triebwagen und hier in den Steuerwagen. So, und ich erkläre euch jetzt mal die Route. Also wir gehen jetzt mal in die Zentrale und schauen uns die Route an. Und ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. So, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal, wir gehen einfach mal raus hier aus dem Zug. Machen uns hier die Türen auf, ja. So, genau. Dann gehen wir hier kurz über die Gleise. Und hier runter, ja. So. Wir müssen uns nämlich, wie gesagt, also wie eben gerade angesprochen, den Fahrplan noch anschauen. Ich glaube, irgendwo da hinten steht unser Schreib. Ja, okay, ich glaube, das ist genug des Schauspiels. Egal. Ja, also wir schauen uns jetzt kurz den Fahrplan mal an. Angefangen das Ganze in Rorschach auf dem Gleis 4. Ich habe mir nämlich hier einen Fahrplan zugelegt, also selbst gemacht, so voll nett und so. Ich stelle den dann auch online auf meiner Facebook-Page. Download-Link in der Beschreibung und den könnt ihr dann downloaden und mir genau zusehen, ob ich pünktlich bin oder nicht. Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Also Rorschach, Bahnsteig 4, up. Das wollten wir nicht. Rorschach, Bahnsteig 4 um 7:31 Uhr. Ankunft, das war jetzt, und Abfahrt um 7:32 Uhr, das ist leider jetzt auch gerade gewesen. Aber ich nehme das hier ja extern auf. Das heißt, ich schneide das dann einfach ins Video rein. Also nach Rorschach kommt Start oder Start. Und zwar auf dem Gleis 2 um 7:35 Uhr Ankunft und um 7:36 Uhr wieder Abfahrt. Der nächste Halt wäre Rheineck. Da kommen wir an auf Bahnsteig 2, fahren um 7:39 Uhr ein und um 7:40 Uhr wieder ab. Dann Sankt Margrethen. Bahnsteig 3 um 7:45 Uhr und um 7:45 Uhr und 35 Sekunden wieder Abfahrt. Der nächste Halt ist Lustenau, Bahnsteig 2. Das erreichen wir um 7:48 Uhr und fahren um 7:49 Uhr wieder los. Danach kommt ein geschlossener Bahnhof nach dieser schönen Kurve hier. Das ist Hart. Ich habe jetzt Bahnsteig 1 reingeschrieben, den erreichen wir um 7:52 Uhr und um 53 fahren wir wieder ab. Der ist geschlossen aufgrund von Hochwasser in unserem Fall. Der nächste Halt ist Bregenz-Riedenburg, Gleis 2, 7:57 Uhr und 7:57 Uhr und 35 Sekunden mit Abfahrt. Danach kommt Bregenz, Gleis 1b. Dort ist unser vorläufiger Endbahnhof. Daraufhin wird der Zug aufs Gleis 1a gezogen von uns, wo er dann 5 Minuten lang auf seine Freigabe und seine neue Strecke Richtung Lindau warten muss. Also die Strecke ist dann Bregenz-Lindau. Ist nur ganz kurz, aber ist ein neuer Streckenabschnitt in unserem Fall mit 5 Minuten Pause in Bregenz. Dann fahren wir um 8:05 Uhr die Linie Bregenz-Lindau wieder ab hier. Die ist nur ganz kurz. Der Halt in Lochau wird eingelegt um 8:09 Uhr und 25 Sekunden. Und endet um 8:10 Uhr. Ganz kurz vorher, habe ich jetzt vergessen, kommt noch Bregenzhafen um 8:06 Uhr und um 8:07 Uhr mit Abfahrt. Und dann kommen wir nach der schönen Kurve endlich in Lindau an, auf dem Bahnsteig 2. Um 8:15 Uhr kommen wir hier an. Ja, das war jetzt so ganz kurz, ganz grob die Besprechung vor der Fahrt, wie sie sein sollte, meiner Meinung nach, im Train Simulator.
Kann nie schaden. Ich meine, das hier mache ich jetzt nicht jedes Mal, dass ich hier hin und her latsche und mich in den Zug setze. Aber zumindest die Strecke vorstellen kann ja nie schaden. Ja, okay, dann sehen wir uns gleich wieder im Video. Bis gleich. Ja, da bin ich wieder und wir sind jetzt dann gleich bereit. Wir warten nur noch, bis in 25 Sekunden die Türen schließen. Einen Moment, ich bin ganz kurz weg. Ich muss nämlich schnell meinen Zettel, meinen Fahrplan holen. So, wir lösen die Bremsen. Gut gemacht, fahren Sie ab, achten Sie auf Signale und Bahnübergänge. Ja, also der Fahrplan wird euch jetzt wahrscheinlich gerade angezeigt. Ich werde das nachher einblenden. Er müsste jetzt in der linken oberen Ecke erscheinen. Und dort seht ihr, unser nächster Halt ist Stadt, Gleis 2, Punkt 7.35 Uhr. Perfekt. 70, 80, schaffen wir gut. Perfekt. Genau auf 80 sind wir. Bisschen drüber, aber alles noch im Grenzbereich. Also nach Stadt, wo wir um 7.36 Uhr abfahren, kommt Rheineck. Rheineck erreichen wir um 7.39 Uhr. Ich werde schauen, dass ich den Fahrplan jedes Mal, während wir in einem Bahnhof sind, also während wir einfahren und wieder abfahren, dass ich den da einblende. Ja, was gibt's zu sagen? Also ich habe jetzt mir als Ziel gesetzt, das Videoschneiden etwas anspruchsvoller zu machen, die Videos etwas besser zu produzieren, da ich ja doch ein bisschen mehr unterhalten möchte, als nur die Zeit runterlabern und nur Zug fahren. Ich möchte auch ein bisschen was mitgeben, ein bisschen Realitätsfaktor vielleicht, aber nicht zu viel, weil das nicht so ganz meines ist wahrscheinlich. Ich kann das nicht so perfekt, das Zug fahren, aber ich mache es gerne. Es gefällt mir, grünes Signal freut uns. Upp, wir sind zu schnell. Also auf jeden Fall, ich versuche halt jetzt die Qualität etwas zu heben. Auch dadurch, dass ich vielleicht den Lokführer als fiktive Person hin und wieder etwas einbinde. So, geht sich das aus? 30 Sekunden hier halten. 20, bald nur. Ja, wird sich nicht ganz ausgehen. Ja, nicht ganz. Ein paar Sekunden später. So, sind offen. Sind sehr schön offen. Und ihr seht ja auf dem Fahrplan, unser nächster Halt ist Rheineck um 39. Wir dürfen um 36 abfahren, das heißt 3 Minuten Fahrzeit. Wir haben hier, wie gesagt, so eine Intercity-S-Bahn-Mischung. Warum die Türen auf beiden Seiten aufgehen, ist mir ein Rätsel. Scheint ein Fehler zu sein, aber egal. Ja, so sind manche Intercity bei uns auch aufgebaut. Also, dass vorne zwei Regionalwaggons sind, in der Mitte
mehrere Intercity und hinten nochmal mehrere City Shuttle. Ich habe jetzt hinten nur einen City Shuttle dran gehängt. Wir lösen mal die Bremsen. Sehr gut, fahren Sie fort. Ja. Rheineck Gleis 2 nicht halt, wie gesagt, um 7.39 Uhr. Derweil sind wir gut im Zeitplan. Wir sind auch recht pünktlich. Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt. Ja, also es wird jetzt immer mehr Aufwand, die ganzen Videos zu schneiden und zu rendern. Obwohl das dasselbe ist, aber egal. Auf jeden Fall, es wird auch das Video drehen aufwendiger. Und ich brauche natürlich jetzt für ein Video 2-3 Tage, also mehr als 2 Videos die Woche schaffe ich wirklich nicht. Es gibt wahrscheinlich Zeiten, wo ich sogar herunterfahren werde auf ein Video die Woche, wenn nicht noch weniger. Nein, obwohl ein Video die Woche sollte sich ausgehen. Das glaube ich, werde ich hinbekommen. Wahrscheinlich dann eher am Sonntag immer hochladen. Aber im Moment bleibe ich auf der Donnerstag-Sonntag-Schiene, das heißt jeden Donnerstag und jeden Sonntag ein Video. Jetzt hoffe ich, dass wir Rheineck pünktlich erreichen. Wäre schade, wenn wir jetzt schon Verspätung hätten. Obwohl, wir haben noch 2 Minuten Zeit. Nein, 1 Minute. Schuh, das wäre knapp. 1 Minute 40 Sekunden. Das ist ziemlich knapp. Ich hoffe, die Passagiere hier herinnen haben keine Angst, dass sie zu spät kommen. Das wäre blöd für sie. Also für die Passagiere natürlich. Aber schöne Strecke eigentlich, oder? Auch hier. Hat Stil. So, wir werden recht spät bremsen. Da ich nicht den ganzen Speed hergeben will. Auch wenn wir in Rheineck pünktlich bremsen müssen. So. Es wird knapp, also wir werden nicht ganz pünktlich ankommen, aber auch nicht allzu spät. So, bei dem langen Zug ist es egal, wenn mal eine Tür nicht drauf ist am Bahnsteig. So, schauen wir uns das Ganze mal an. Ja, die zweite Tür ginge sich sogar aus. Nutzen die Leute aber nicht. Und hinten ginge sich auch locker aus. Also den Zug hätten wir natürlich auf den Bahnsteig bringen können. Ist mir aber nicht gelungen. Jetzt hoffe ich, dass die Türen pünktlich zugehen, um 7.40 Uhr. Damit wir um 7.45 Uhr St. Margrethen erreichen können. Das wäre natürlich traumhaft. Also ich habe mir gedacht, wir machen das jetzt öfter so, dass ich hier praktisch Schichtdienst fahre als Lokführer. Nicht einfach irgendein Szenario fertig. Sondern ich versuche das miteinander zu koppeln. Das heißt, die nächste Folge, sehr gut, fahren Sie fort. Freut uns, dass wir sehr gut sind. Die nächste Folge wird dann die Fortsetzung sein. Dieses Szenario geht jetzt bis Lindau. Und dann werde ich mir was überlegen, von Lindau bis, keine Ahnung wohin, dann vielleicht wieder zurück nach in die Schweiz oder vielleicht irgendwo ganz anders hin. Eben, dass wir im Moment auf der Dreiländereckstrecke bleiben und dann jede Strecke nochmal einzeln behandeln in diesem Verfahren. Was bedeutet das, dass das Ganze für mich zumindest oder hoffentlich für euch auch, sollte er grundsätzlich für euch realistischer werden.
Auf jeden Fall, dass das Ganze für euch realistischer wird. Dass wir praktisch uns da etwas einbinden in den Lokführerdienst. Ja, ich fahre absichtlich zu schnell. Wir müssen etwas Zeit reinholen, und wenn es nur ein paar Sekunden sind. Zumindest sollten wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Also der Zeitplan ist wirklich eng bemessen. Das muss man wirklich sagen. Das ist wirklich sehr eng bemessen. Ja. Sankt Margrethen. Um 43 kommen wir an. Okay. Hallo Lokführer. Sind wir hoffnungslos zu früh dran? Perfekt, St. Margrethen, einer der größten Bahnhöfe auf der Strecke. Wir sind zwar zu früh dran, aber das schadet auch nie. Stehen wir halt 2 Minuten im Bahnhof, wird uns nicht töten. Solch eine Erkenntnis tötet meiner Meinung nach nicht. Erlaubt sind 60. Wir fahren 26. So. Türen auf. Und vorne in den Führerstand rein. Sieht doch eigentlich ganz, naja, es ist hier ist nicht ganz so hoch detailliert. Aber es sieht nicht schlecht aus, das Modell, muss ich schon sagen. Kann man nicht so rummeckeln. So, gehen wir mal kurz raus aus dem Führerstand und sehen uns um, wenn die Tür offen wäre. Müssen wir doch den ganzen Zug latschen. Wieder nicht offen. Sag mal, mach doch die Türen auf hier. Ihr könnt doch nicht einfach alle Türen zumachen. Und hier, jetzt, da müsste offen sein, oder? Nee, warum ist da alles? Da ist hier nirgendwo offen. Ah, okay, hier ist offen. Ja, also wir schauen uns jetzt natürlich nicht als Lokführer, weil der Lokführer hat keinen Helikopter mit sich. Schauen wir uns jetzt mal hier die Gegend an. Ziemlich vielgleisig hier. Bam, 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 bam. Perfekt. Wie lange haben wir noch? Oh, es geht gleich weiter. Wir lösen die Bremsen. Und fahren in 2 Sekunden, wenn alles glatt laufen würde, ab. Aber... Ah, 35 Sekunden haben wir noch. Es steht eher auf dem Fahrplan. Jetzt habe ich ihn vor meiner Nase. Ihr auch. Und ich sehe es nicht. Um 35. Ich hoffe, wir fahren pünktlich ab. Das wäre natürlich traumhaft. Damit wir den nächsten Halt Punkt 7.48 Uhr erreichen. Das wäre dann Lustenau. Bregenz erreichen wir um 8 Uhr in einer Viertelstunde. Sehr gut gehalten, das verdient Anerkennung. Fahren Sie fort, ja, finde ich auch.
Da hat er allerdings recht, das verdient wirklich Anerkennung. Das ist wirklich sehr schön gelöst gewesen von mir. Ja, also wäre ganz toll, wenn ihr mir mal in die Kommentare postet, wie ihr die Art des Let's Plays so findet. In dieser Hinsicht so neu gestaltet, total neu, neu und nochmals neu. Ja, und generell, wie ihr meine Videos im Moment findet, früher gefunden habt, habe ich mich verbessert, verschlechtert, gleich geblieben. Und auch, was ihr gerne sehen würdet. Ob das mit diesem Lokführer-Schichtbetrieb-System gut ist oder ob ihr das lieber nicht mögt, jedes Mal was anderes. Was für Strecken ihr gerne eben sehen würdet. Und was auch cool wäre, wenn ihr mir in die Kommentare schreibt, ob das Feature mit dem Fahrplan und dem Voransehen der Strecke sinnlos ist, euch gefällt oder euch egal ist. Es ist nämlich doch für mich etwas Aufwand und ich mache es natürlich gerne, aber wenn das nicht gewollt ist, mache ich es natürlich nicht. Klar. Also ich mache nichts, was ihr überhaupt nicht wollt. So, hier ist jetzt 60. So, perfekt. Warum ist hier 60? Verdammte Scheiße. Wir kommen ja endlos zu spät. Das kann ich nicht zulassen, dass wir eine Minute zu spät kommen. Das kann ich nicht zulassen. Ich fahre jetzt 100. Ja, 90 dürfte sich auch in dieser Kurve hier noch gut ausgehen. Das ist die 90-Grad-Kurve, die wir vorher besprochen haben. So. Wir bremsen mal runter, etwas stärker. Doch noch halbwegs hereingekommen hier. Schauen wir mal runter. Upp, upp, ist hier offen? Nee, doch die Türe. Hier runter. Hier ist offen. Upp, schnell raus, bevor die Tür uns zerquetscht. Was die Türen alle haben, ich verstehe es nicht. Also wenn jemand weiß, was hier mit meinen Türen los ist, bitte sagt es mir, postet es mir. Würde ich auch gerne wissen. Oh, wir gehen hier über die Gleise. Oh, wir dürfen weiterfahren. Mit 10 Sekunden Verspätung sind wir dann schließlich und endlich losgefahren. Nächster Halt ist Hart um 7:52 Uhr. Dürfte sich ausgehen, oder? Ne, wird schon wieder enge Geschichte. So. Und wann fahren wir in Hart ab? Um 7:53 Uhr. Ja. Das lässt sich auch noch aushalten. So, da vorne ist es schon hart geschlossen. Also es ist geschlossen. Nicht, das heißt nicht hart geschlossen. Und dann, also hart ist der letzte Halt in der Schweiz. Dann fahren wir schon über die Grenze nach Österreich, wo wir uns aber auch nur kurz aufhalten. Es sieht ganz einfach so aus, dass wir mit dem Zug bis Bregenz fahren, wo unsere Schicht, ja, unsere Schicht nicht endet, aber unsere Fahrt, das ist praktisch die Endstation des Zuges. Dort ziehen wir ihn dann schnell auf ein anderes Gleis noch.
Er wird dann hinten schnell umgekuppelt einmal. Es wird noch was repariert. Das Ganze nimmt genau 5 Minuten in Anspruch. Und nach diesen 5 Minuten geht's dann für uns weiter. Dann geht es weiter nach Lindau und in Lindau haben wir dann den wirklichen Endbahnhof. Weiter geht's nicht mehr. Das war dann die erste Schicht des Tages. Besser gesagt, der erste Abschnitt des Tages. Und den nächsten Abschnitt werde ich dann im nächsten Video zeigen. Ihr könnt auch gerne Vorschläge auf Railsim.de oder auf Facebook oder aber auch einfach in die Kommentare unter dem Video schreiben und mir sagen, was ihr wollt hier, also was ihr hier auf dieser Strecke sehen wollt. Ja, der Bahnhof sieht wirklich verlassen und geschlossen aus, das ändert für uns nichts daran, hier zu halten. So, das scheint jetzt hier problematisch zu sein mit den Türen. Okay, das funktioniert wirklich nicht. Probieren wir es noch einmal, sonst haben wir halt diesen einen halt verkackt. Kann man eh nichts machen. So, hart. 53 soll es weiterspringen. Das heißt, um 54 springt es weiter, wir fahren einfach weiter. Das heißt, wenn der ganze Zug durch ist, geht sowieso nichts mehr. Tut mir leid, Freunde, dass das jetzt nicht funktioniert hat, hier zu halten. Tut mir sehr leid. Leider nicht abgeschlossen, fahren Sie fort. Ja, was soll ich machen? Wenn die Türen nicht aufgehen, gehen sie nicht auf. Und da vorne ist dann 60. Da kommen wir dann nach Österreich. Bregenz-Riedenburg, der erste Halt in Österreich, ist in 3 Kilometern. So. Die Grenze ist, glaube ich, sogar beschildert. Nur wo ist die Frage? Also da ist noch nichts, aber da vorne kann ich sagen, geht es nach Österreich. So viel lässt sich an Behauptung anstellen. Genauso gefällt mir das. Wenn man hier auf der Weiche abbiegen würde, würde man Richtung St. Anton fahren. Richtung Bludenz auch. Und wir fahren eben jetzt nach Bregenz und weiter Richtung Lindau. Dass hier nur 60 sind, ist verständlich, weil die Kurve wirklich sehr scharf ist. Da kann man nicht mit mehr durchfahren. Da geht wirklich nicht mehr. Muss man den Entwicklern schon recht geben.
Oder wahrscheinlich auch den österreichischen Bundesbahnen. So, jetzt zweigen wir hier auf die Strecke ab und sind in Österreich. Geschafft. Okay, noch nicht unser ganzer Zug, aber großteils. Okay, Gleiswechsel. Und hier in Österreich jetzt brav das Licht einschalten. So. Upp, das wollten wir nicht. Also ich nicht. So. Die 140 können wir zwar nicht mehr nutzen. Aber wir können zumindest planmäßig in Bregenz-Riedenburg die Türen aufwerfen. Also man kann mir wirklich nichts vorwerfen. Ich habe gehalten in... So, jetzt ist halbwegs erinnern alles. Ich habe ihn hart gehalten. Und die haben mich die Tür nicht aufmachen lassen. So, schauen wir mal raus hier aus dem Fenster. Andere Seite. Oh, tief runter geht's hier. Die haben alle kein Interesse in unserem Zug. Warum steigt denn keiner ein? Du da. Nein, nein, du. Du. Warum steigst du nicht ein? Ja. Warum steigst du nicht ein? Die Türen gehen mir dermaßen auf den Zeiger mit dem Auf- und Zugehen. So, wo geht's da hin? Oh, fahren Sie fort. Anweisung vollständig. So gefällt mir das. Und hoffentlich euch auch. Ich hoffe, dass eine Dreiviertelstunde Let's Play Zeit gut ist. Dass euch das lange genug ist. Oder besser gesagt, nicht zu lange. Und ich hoffe, dass euch auch das Spielprinzip in dem Fall gefällt. Aber wie gesagt, in die Kommentare oder auf railsim.de ins Let's Play Forum. Also im Forum in die Rubrik Let's Plays. So, wir müssen jetzt Bregenz 1, 2, Gleis 2b halten. Und das Punkt um... Hoffentlich sind wir nicht zu schnell, nee. Um 8 Uhr. Punkt 8 Uhr müssen wir Bregenz Gleis 2b halten. Und dann weiter... Upp, ganz schön schnell sind wir. Und dann weiter, wenn die Türen wieder geschlossen sind und die Passagiere alle ausgestiegen sind, weiter nach Bregenz 1b zu fahren. Oh, 50, warum? Das hätte man nicht viel früher sagen können, oder? Wo dann die ganzen Passagiere wieder neu einsteigen, der Zug umgekuppelt wird und kleine Reparaturen vorgenommen werden, sowie eine Wäsche, also innen natürlich, also es wird geputzt, sagen wir es so. Und jetzt müssen wir rechtzeitig stehen bleiben, da die Weiche da vorne eigentlich gestellt sein müsste und uns dann auf das andere Gleis lotsen würde. Was natürlich jetzt hier nicht sehr von Vorteil wäre. Wir dürften drüber fahren, soll man aber nicht. Müssen erst in 40 Sekunden da sein. Ah, in 10, Entschuldigung. So, ist jetzt hier alles aufgegangen. Weil jetzt wäre es blöd, wenn nicht alle aussteigen können. Ja, müsste halt ein bisschen zurückgehen. Schauen wir uns das mal an. Wir haben jetzt hier wir haben hier nur eine Minute. Okay, das wird knapp. Wir beamen uns jetzt mal hier so raus aus der Lok. Upp, das war jetzt nicht gut. Gehen die Intercity-Waggons auf? Ja, die gehen auf. Sonst nicht viele, aber immerhin etwas. Wie sieht's hier aus? Wann müssen wir abfahren? Um 8.01 Uhr wäre hier Abfahrt. Das heißt in 30 Sekunden. Okay, ich fahre mal hier mit der Rolltreppe nach oben.
Bahnsteig 4 und 5. Ne, da will ich nicht hin. Bahnsteige 1. Oh, da geht's ins Hauptgebäude, oder wie? Cool. Kassenhalle. Oh, da wollte ich nicht hin, sorry. Und wo geht's dahin? Auch in. Oh, geil. Das ist ja cool. Original Textures. Gut gemacht, fahren Sie bei Gleis 1a vor und bitte warten Sie bis 8:05 Uhr. Ja, machen wir doch gerne. So, wir müssen praktisch um 8:02 Uhr in einer halben Minute da vorne am Gleis stehen. Einfach dort vorne, wo das Gleis endet, müssen wir unseren Zug parken. So, bin gespannt, ob sich das alles ausgeht. So, ja, also es geht sich auf jeden Fall aus, dass wir alles hier auf dem Bahnsteig parken. Signal ist noch nicht grün. So, schauen wir uns das mal an. Signal ist noch nicht grün, ne? So. Also ich würde es runtergehen, Türen gehen alle auf, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Abfahren? Was? Nein. Bregenzhafen. Okay, wenn du meinst. Nein, wieso? Nein, ich muss jetzt schon noch warten, oder? Warum muss ich jetzt hier nicht warten? Okay, das haben wir irgendwie schon absolviert. Egal. Ich beschwere mich sicher nicht. War eigentlich ein Fehler, jetzt hier nicht zu warten, oder? Ja, warte mal einfach da bis. Wann müssen wir hier abfahren in Bregenzhaven? 8:07 Uhr. Haben wir halt jetzt 5 Minuten Zeit, 4 Minuten. Dafür fahre ich jetzt hier nur mit 10 km/h oder so ein. So. Perfekt. 10 km/h. So, da kommt er daher. Schlängelt sich hier entlang. Schön. Haus des Meeres Bregenz, jetzt mit neuem Haifischbecken. Das ist ja cool. So, die Türen aufgeschmissen. Und dann hieß's mal wann, hä? So. So, dann müsste jetzt 8:07 Uhr stehen. Ja, tut das auch. Warum jetzt das vorher zugegangen ist, weiß wahrscheinlich keiner. Und die Türen hier alle offen. Jetzt hört mal auf und zu gehen. Da kommt ja keiner rein. Danke. Ja, du musst zubleiben, eigentlich. Du Türe, du. Geht alles wieder auf, ne? Sag mal. Was ist denn da los? Alles im Arsch. So gehört's eigentlich. Ich meine, wir sind jetzt hier nicht ganz herüben mit der Lok, aber recht viel weiter vor kann ich hier nicht. Na, es wäre sich genau ausgegangen mit dem Zugverband. Aber was soll man machen? Jetzt ist zu spät. 8:07 Uhr müssen wir noch kurz warten. Und dann wird die Fahrt nicht mehr lange dauern, wie es wir in Lindau sind.
Ich habe auch den Fahrplan als Download angeboten. Ist zu finden auf meiner Facebook-Page, welche in der Beschreibung verlinkt ist. Besser gesagt, ich habe eben das Bild von dem Fahrplan online gestellt, das ihr euch downloaden könnt, natürlich ganz normal über Facebook, und dann könnt ihr sehen, wo ich gerade bin. Allerdings wird der Fahrplan auch so bei jedem Halt eingeblendet von mir persönlich. Aber wer möchte, kann das gerne tun. So, 40 Sekunden noch, bis wir wieder abfahren dürfen. Freue mich schon. Die Passagiere freuen sich auch. Schauen wir mal aus dem Fenster. Entschuldigung, ich setze mich hier mal kurz. Ich setze mich mal kurz aus dem Fenster raus. Ich setze mich mal hier zu Ihnen. Schön haben Sie es hier. Entschuldigung, wollte ich nicht. Wollte nicht stören. Verdammt detailliert. Verdammt detailliert. Das ist detailliert. Warum Sie da AWS hinschreiben, weiß ich nicht. Vielleicht gehört es so. Fahren Sie fort. Machen wir. Das sind mal 50, dürfen wir fahren, ja, okay. So, da kommen die Intercity-Waggons. Und die, jetzt kommt die BR. So. Schön, sehr schön. Gefällt mir hier. Mal ganz kurz hier noch zwischenspeichern. Entschuldigung, muss sein. Falls es verloren geht, das Video. Also besser gesagt, falls der Train Simulator jetzt abstürzen würde. So, Locher 9.25 Uhr. Wird schon wieder knapp, weil ich jetzt zu spät beschleunigt habe. Allerdings ist Lochau schon in 1,8 Kilometern. Muss von uns allerdings auch schon in 1,5 Minuten erreicht werden. Nein, nicht mal in einer Minute. Müssen wir bereits in Lochau sein. Perfekt, so gefällt mir das. Ja, es könnte knapp werden. Wir müssen leider zu schnell fahren, sonst geht sich das 100%ig nicht mehr aus. Es wird auch so sehr, sehr arschknapp, aber es könnte sich auf jeden Fall eher ausgehen, als wenn wir, eine Sekunde, zwei Sekunden zu spät, drei Sekunden, vier, fünf, sechs, sieben, na, sind schon mal 15, 16, 17, 20. Ja, 20 Sekunden ist alles noch verkraftbar. Vögel zwitschern, so nett, so lieb, so süß, nicht so süß und so sieb. Das wäre grammatikalisch nicht ganz richtig. So, wir sind also gute 200 Meter lang, das Intercity. Ja, so, Bremsen lösen, es geht gleich weiter. 10 Uhr hat's geheißen. Gut gebremst, fahren Sie fort. Da hat er recht. Das war jetzt wirklich sehr genau. So, also um 8.15 Uhr sollten wir dort sein. 8.15 Uhr und 35 Sekunden wäre schon zu spät.
Müssen wir leider noch mal kurz zu schnell fahren. Obwohl wir haben eh 6 Kilometer bis Lindau. Das wird also nicht das Problem des Jahrhunderts werden, dort halbwegs pünktlich um 8.15 Uhr anzukommen. Auch wenn wir dafür zu schnell fahren müssen. Hier war übrigens gerade die Grenze zu Deutschland. Oder war die schon vorher? Ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher. Ich bin jetzt verwirrt. Tut mir leid. So, jetzt fahren wir ja so schnell, wie wir noch nie gefahren sind. Und schauen, dass wir mit der Ankunftszeit ca. 8.15 Uhr erreichen. Wir fahren immer 150, bald 160 km/h. Das heißt, die Kurve dort vorne wird schon recht knapp werden. So. Aber es geht. Das geht sich aus, das merke ich. Man fängt ja an, für sowas ein Gespür zu entwickeln. Und da sehe ich definitiv, das geht sich aus. So, in der 90er-Zone werden wir noch 100 fahren dann. 120. Und in der 50er-Zone werden wir dann auf 60 runter oder auf, na, da werden wir dann 50 fahren. Da werden wir uns dann an die Regeln halten. Ich werde nochmal schauen, ob alle Signale grün sind. Ja, sieht gut aus. Alles im Buddha. So, dann gehen wir jetzt runter auf 50. So, hier müssten 50 schon sein. Es geht sich perfekt aus bis zur Kurve, wo es dann wirklich angebracht ist, 50 zu fahren. Da ist es wirklich wichtig. Da können wir noch so zu spät kommen, da bringt es einfach nichts. Was soll man denn machen? Wir können nur 60 fahren hier. Ah, 50 meine ich. Da kommt er. Perfekt. 8.15 Uhr und 20 Sekunden. Ja, ich muss leider immer so etwas an der Grenze zum zu schnell fahren fahren. Ich möchte nämlich hier jetzt keine Verspätung kriegen. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich habe mir wieder mal Mühe gegeben, diesmal besonders. Also es wäre nett, wenn ihr das kommentieren und mir eine Rückmeldung geben könntet. Wir sind 30, super. Wir sind zu schnell. Mal lauter reden. Ich fahre jetzt mit 40 hier ein. Ich bin so böse. Ja, also Rückmeldung wäre schön, wenn ich bekommen könnte. Und ja, ich hoffe, es hat wie gesagt gefallen und... Ich würde mal sagen, wenn wir stehen bleiben, dann bis zur nächsten Folge. Ich schweige jetzt, genießt oben rechts die letzte Folge und unten rechts die vorletzte Folge. Klickt drauf, kommt zum Video. Bitte anschauen. Ja, damit sage ich kommentieren, abonnieren, liken und tschüss, baba und auf Wiedersehen.